So, schönen guten Morgen zum Märkte am Morgen und wir verlieren keine Zeit, springen direkt nach Frankfurt zu meinem Pat, zu meinem Patrick Duane, zu meinem Kollegen Patrick Duane. So, schönen guten Morgen, mein Patrick Duane. Was sagt meine Frau dazu, lieber Martin? Bist du jetzt auch mein Martin? Vor allen Dingen, das Lustige ist ja, das wird nicht nur deswegen auch die Sendung, die definitiv in die Geschichte eingeht, denn hier in Frankfurt ist Fashion Week und du in Kulmbach hast mit deinem Oberteil, das du da unter deinem Jackett trägst, auf jeden Fall die Messlatte für mich sehr hochgelegt, wenngleich ich auch mit passendem Einstecktuch zur Krawatte versucht habe, dagegen zu halten. Wir müssen am Ende die Zuschauerinnen und Zuschauer abstimmen lassen, wer von uns beiden sozusagen die Nase vorne hat. Ich glaube, ich habe nicht den Hauch einer Chance. Das ist eine derartig geile Kombination. Aber wir sind ja nicht hier, um Modetipps weiterzugeben, sondern um die wichtige Frage zu klären, hast du herausgefunden, weshalb Wirecard noch am Board ist? Nee, noch nicht. Tatsächlich noch nicht. Ich hab tatsächlich bei der Börse versucht, jemanden zu erreichen, aber die wissen auch, weil die Frage so obskur ist, auch nicht, wer dafür zuständig ist. Aber eigentlich nur großes Kopfschütteln am Telefon, das habe ich gehört, wenn so Bärte in Telefongeräte rascheln. Aber ich verspreche, bis Ende der Sommerferien habe ich da eine valide Antwort gefunden. Ich kümmere mich darum und finde schon noch die richtige Ansprechpartnerin. Ja, Fashion, Mode, was ist denn in Mode an den Aktienmärkten, lieber Martin? Und da ist der Punkt, es geht wieder ein bisschen weg von Value hin zu Growth-Aktien, zumindest wenn wir die internationalen Börsen uns angucken. Auch gestern das, was da in den USA passiert ist, du wirst sicherlich gleich noch näher darauf eingehen, aber es hat den asiatischen Börsen beispielsweise gar nicht geholfen. Da sind nämlich die Aufsichtsbehörden im Moment so ein bisschen hinterher, vor allem bei Tech-Aktien genauer zu gucken, was die so treiben. Und Tencent, Alibaba und wie die alle heißen, haben ganz schön auf die Mütze bekommen. Der Hang senkt deutlich im Minus mit über 2,6% zwischenzeitlich mal. Also das ist alles andere als traurig und fast im Grunde nur noch trauriger zu toppen von den Dänen, die gestern rausgeflogen sind. Es war ein bisschen zu erwarten, aber dass es dann so passiert, wow, das war schon ziemlich dramatisch. Und der DAX gestern gewonnen, heute zerronnen, ist meine Devise, denn auch EZB-Präsidentin Lagarde wird ein bisschen erklären, inwieweit die Inflationsrate der EZB angepasst wird. Möglicherweise wegen auch gestiegener Energiekosten und dem Aufblähen der Bilanzsumme. Mal gucken, was sie uns in der PK nachher erzählt. Genau, und das heißt, wir haben ein paar Vorgaben, die sind so ein bisschen gemischte Kost, würde ich mal sagen. Und schauen wir mal, was die Amerikaner uns heute noch am Nachmittag bieten können. Dir auf jeden Fall schönen Tag und schönen Dank nach Frankfurt. Und wir schauen jetzt tatsächlich mal, was sich denn hier so ein wenig getan hat. Also, die Märkte sind weiter nach oben gelaufen. Die Renditen sind ordentlich unter Druck gekommen für die 10-Jährigen. Da ging es gestern runter bis auf 1,30. Das wäre ja normalerweise, wenn man der Lesart der vergangenen Monate folgen würde, eigentlich ein ziemlich sicheres Zeichen, dass Tech weiterläuft. Denn die Risikobereitschaft, die Finanzierungskosten für die Unternehmen, Zinsangst, das wäre alles dann erstmal vom Tisch. Naja, gut, schauen wir mal. Es war gestern dann nicht mehr so viel, aber die Märkte sind ja ohnehin in den letzten Wochen gelaufen. Also von daher eine kleinere Verschnaufpause sicherlich absolut angemessen. Der Bitcoin weiter, Idaho, oder? Heißt es nicht irgendwo in Idaho oder nirgendwo in Idaho? Irgendwo in Idaho ist der Film, glaube ich. Übrigens ein ganz hervorragender Film. Und da befinden wir uns momentan und da passiert nichts und unter 30, über 40, schauen wir mal wieder drauf. Wir hatten ohnehin den Bitcoin nur deshalb dabei, weil wir eine Überleitung zu Coinbase brauchten. Coinbase sagt ja von sich selbst, also ist der größte US-Börsenplatz für Kryptowährungen und sie sagen ja mal von sich selbst, der Markenname ist das, was wichtig ist. Jetzt ist ein Konkurrent aufgetaucht, der einen Riesendeal mit der UFC abgeschlossen hat. Das ist Martial Arts. Conor McGregor kennen Sie vielleicht. Das sind diese Sachen, die dann irgendwo im Octagon stattfinden und wo sich gegenseitig ordentlich die Hucke vollhauen. Auf jeden Fall Teil des Deals ist, dass jetzt immer dann auch dieses Logo des Konkurrenten eingeblendet wird. Und das wäre natürlich durchaus, wenn man doch sagt, hey, wir leben von unserem Brand. Ja, dann wäre das natürlich schon so ein kleiner Treffer, den hier Coinbase letztendlich abkriegen könnte, weil einfach der Brand dann ein wenig verwaschen wird, beziehungsweise neue Konkurrenten da ganz einfach in den Markt einsteigen. Vom Chart her gefällt mir das momentan relativ gut. Viele Analysten sind mittlerweile positiv für Coinbase eingestellt. Und Sie sehen, wir haben hier diese lange grüne Kerze. Und sollten wir dieses kleine Hoch hier rausnehmen, könnten wir relativ schnell, wenn Sie sich den restlichen Chart anschauen, relativ schnell in Richtung $300 laufen. Amazon, ja, geht es eigentlich nur darum, Ausbruch geglückt. Und jetzt geht es darum, das Ganze auch noch zu bestätigen.
Idealtypisch in der Charttechnik wäre natürlich ein Pullback auf die Ausbruchslinie und dann tatsächlich die Fortsetzung. Also, das heißt, normalerweise würden wir sagen, okay, hier ist der Ausbruch, dann hier irgendwas in die Richtung der Pullback und dann zieht die Aktie in Richtung des Ausbruchs weiter nach oben. Vielleicht die Impulsgeber hier dann die Q2-Zahlen. Royal Dutch Shell, mein Kollege Thorsten Küffner, hat die ja mal wieder unter der Lupe gehabt, hat natürlich auch nochmal die Problematik erklärt. Die gefallenen Ölpreise während der Pandemie sind natürlich auch die ganzen Ölwerte in Straucheln gekommen. Sehr schön übrigens, da wollte keiner Ölaktien haben. Dann plötzlich ist der Ölpreis angesprungen und dann sind auch die Ölwerte wieder gelaufen. Also von daher, das sind alte Börsenweisheiten, wenn sie keiner haben will. Ja, und wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann sollte man durchaus mal ein bisschen da sich welche ins Depot legen. Jetzt sei es drum, Royal Dutch Shell, die haben natürlich einen Verlust erlitten und sie haben vor allen Dingen die Dividende gekappt. Das erste Mal seit dem Urknall offensichtlich. Und jetzt geht es dann wieder in Richtung, dass man zumindest mit den Aussichten, die es jetzt gibt, die Dividende auch wieder angehoben werden könnte. Gazprom, das ist natürlich eine Charterstellung. Die sparen uns ganz einfach, weil da kann ich nichts erkennen und ich glaube, Sie können auch nichts erkennen. Schauen Sie sich es auf der Seite an. Da haben die Kollegen nochmal zusammengefasst, was die Aktie in den vergangenen 20 Jahren für die Anleger an Rendite erwirtschaftet hat. Wir haben in den vergangenen Wochen ein bisschen mit dem Thema rumgespielt. Mensch, was ist aus Netflix in den letzten 5 Jahren geworden? Was ist aus Nvidia in den letzten 5 Jahren geworden? Weshalb machen wir das? Weil wir natürlich tracken können, was die Leute lesen wollen. Und das ist komischerweise immer ein Thema, das die Leute interessiert. Für mich ist es allerdings auch das wichtigste, das größte, das stärkste Argument für den Aktienmarkt. Und zwar für den langfristigen Aktienmarkt. Wir können alle rumzocken, das macht manchmal irre Spaß, das ist wirklich unterhaltsam. Kurzfristig traden, auf Signale setzen, kann man alles machen. Aber wenn wir uns anschauen, was sich langfristig mit Aktien, mit ausgewählten Aktien verdienen ließ, da kommen Sie mit Ihren Strategien, Handelsstrategien niemals hin. Never ever. Dann verpassen Sie den größten Run, weil Sie einem Fehlsignal aufgesessen sind. Und es gibt dann wirklich eine Performance bei Nvidia oder wenn jetzt bei AMD, wenn wir uns AMD anschauen, in den vergangenen 5 Jahren, das waren Durchschnittsrenditen, 80% pro Jahr. Da fällt Ihnen nichts mehr ein. Wie wollen Sie denn das schaffen, wenn Sie da vorm Schirm sitzen und versuchen, irgendwelche kleinen Trading-Signale zu handeln? Also das ist, wie gesagt, für mich das stärkste Argument. Aktien langfristig und das kann man auch noch machen, wenn man schon ein bisschen älter ist und wenn man schon in diese Altersklasse kommt, wie ich sie jetzt mittlerweile ja auch durchlebe. Also dann wäre ich irgendwann 70, 75. Ja, und dann vielleicht mit Zalando. Vielleicht ist Zalando dann schon ein total etabliertes Unternehmen im DAX mit der höchsten Marktkapitalisierung, die man da je gesehen hat. Auf jeden Fall geht es weiter und das freut mich, weil die Aktie ausgebrochen ist und weil das Geschäftsmodell so gut funktioniert. Shop Apotheke ist gestern unter Druck geraten, 4%. Da haben sie nochmal draufgehauen, nachdem es unter die 150er Marke gegangen ist. Weshalb? Das Unternehmen ist umgezogen, hat seinen Standort gewechselt und es gibt Arbeitskräftemangel, der Umzug, das Ganze sind Herausforderungen logistischer Art und die sorgen jetzt dafür, nicht nur, dass sich das Wachstum verlangsamt hat, also es geht schon, zeigen sich schon negative Effekte aufs operative Geschäft, sondern auch, dass das Unternehmen gesagt hat, also selbst gesagt hat, die Jahresziele sind wirklich herausfordernd und wir wissen nicht, ob wir das tatsächlich hier noch gebacken bekommen. Und bei TeamViewer haben wir bei den Billings gesehen, auch hier zeigt sich mittlerweile eine gewisse, ja, nicht Zurückhaltung, aber so das Wachstumstempo ist halt einfach jetzt langsam rückläufig und auch da ist das Unternehmen letztendlich etwas vorsichtiger geworden und entsprechend sind auch die Anleger etwas vorsichtiger. Wobei technisch sieht das wirklich nach einem schönen Boden aus und mal schauen, ob der Tag heute das Ganze nochmal bestätigt. In dem Fall könnte man tatsächlich langsam vielleicht anfangen, da unten ein paar einzusammeln, wobei ich die Beteiligungsstruktur bei TeamViewer, ich hatte es mehrfach gesagt, mit Permira als Großaktionär überhaupt noch, ich mag es einfach nicht, weil die jedes Mal Aktien in den Markt reinschütten, wenn die Aktie tatsächlich mal ins Laufen kommt. So, das heißt von meiner Seite schon gewesen. Jetzt setzen wir uns mal wieder an den Schreibtisch, machen ein bisschen noch was und wir sehen uns wieder um 14:40 Uhr dann mit der US-Vorbörse. Bis dahin.